Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und hier haben wir Thompsons Double X aus dem Clan Barco mit dem 8er Premium Jagdpanzer der russischen Fraktion, den T-103. Ich nenne ja diesen Panzer Klotzki. Wir sind auf der Map Kloster im Süden gestartet. 9er, 8er Battle. Ehmt doch schon mal die Mitte ab, da kommt der HWK-30. Na, bekommt er gleich dicke Post. Und dann haben wir eine AMX. Jawohl, Volltreffer auf den AMX 1390 583. Erstmal zur Begrüßung. Ja, 5, 9er, 10, 8er. Darunter 5 Heavys, 5 Meter Panzer, 2 TDs, 3 Lights und 0 mal die Arti. Und der nächste Treffer auf den HWK 30, 611. Das sind dicke Dinger. Wahnsinn. Nicht schlecht, muss ich mal sagen. Gleich zwei so eine fetten Treffer. Ja, Munitionsverteilung haben wir hier. 32 mal die AP-Granate mit 440 Damage. Nein, 440 Damage. 258 Durchschlag. Und dann haben wir 6 mal Premium-Munition. Hat er auch AP mit 307 Durchschlag. Der Schuss ging leider daneben. Und dann hat er 12 mal HE mit 580 Damage, 65 Durchschlag. Ja, großes Red Kit, großes Mid Kit und verbesserte Ration für die russische Crew. Wieder so ein fetter Treffer auf die gegnerischen Borask. 536, nicht schlecht. Natürlich mit der HE-Granate, ne? Hat dreimal HE geschossen. Macht ja auch Sinn hier, wenn man sich hier hinten hinstellt. Und dadurch, dass keine Arti da ist, kann er schön stehen bleiben. Jetzt nochmal ein Blindschuss hinterher. Reloadzeit 9,25. Einziehzeit 2,2 Sekunden. Der Turm ist voll drehbar. Ne? Und ja, 40 km vorwärts. Ziemlich zügig der Jagdpanzer. Das geht schon, ne? 40 km. 12 rückwärts, 8 Grad kriegt er die Kanone nach unten, also kann man das auch gebrauchen, aber der Schwachpunkt eben ist Klotzki. Ja, der Schuss auf den T-54 Light ging leider daneben. Oh, T-55A. Ah, angekratzt mit 111. Kleinen Schnaps nehmen. Na. Ja, Tarnnetz hier drauf. Da sage ich mal nicht zu, ne, Tarnnetz. Also, auch wenn es ein Jagdpanzer ist. Oh, der HWK 30. Übermütig da. So, war Thompsons Double X hier nachgeladen. Konnte den HWK 30 rausnehmen. Erster Kill. Ist über 2380 Damage. So, besonder C45. Und AMX. Oh, schade. AMX 1390 leider verpasst. 5:7 steht es. Jetzt aber Nachschlag und den AMX 1390 rausgenommen. Zweiter Kill. Ja, also Tarnnetz. Ich würde da Schere, wenn er draufpacken, falls, ne, wenn du hier stehen bleibst. Aber Tarnnetz bei diesem Riesenteil. Das ist nämlich so der Negativpunkt, weil das Ding ist riesig und darum habe ich das auch Klotzki genannt. Ja? Mächtig, gewaltig und ja, ist mir so gut eingefallen. Ne? Mordok Motors gibt es ja auch Klotzki, daher habe ich ja den Namen geklaut, so gesagt. Ich finde den einfach passend zu diesem Panzer und da gibt es noch einen großen Nachteil und zwar genau unterm Turm dieser Drehkranz, ja, sehr leicht durchzuschlagen. Aber sonst ist das schon ein hartes Teil. Jetzt auch eben auf dem besonderen C45. Also der muss doch langsam mal wissen, dass hier Klotzki steht. Ah, mach's gut. Der kriegt nichts mit. Was für eine Pfeife. Vierter Kill. 3638 Damage. Meine Güte, ich müsste mal so eine Runde mit Klotzki haben. Ja, ich habe mir mal ein Replay mal geschickt bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem das war. Da hat er den Panzer geholt.
im Angebot, Weihnachtsangebot, letztes Jahr, glaube ich, war es, oder davor das Jahr, 2019, glaube ich, war das. Und hat das erste Gefecht gehabt und gleich ein Panzerass und dicke Runde. Ich fahre mit dem Teil und krieg nur auf die Fresse. Ich fahre immer in die falsche Ecke. Ne? Ja, man muss schon das richtige Fecht haben. Und auch die richtige Runde haben. Die Gegner müssen sich auch vor die Flinte stellen. So, Auto eben auf den T55A ist aber auch weg. Mission können wir nochmal schnell gucken, bevor hier er wieder rumbolzt. Das ist Jagdpanzer 15 Triumph in Richtung T55A. So, 12 zu 7 steht es. Bisschen warten. Also ich wär auch hier nicht stehen geblieben, ne? Ganz ehrlich, ich wäre wieder mit hier auch die 1er Linie lang gebraten. Ne? Und er hat alles richtig gemacht. Er ist einfach hier stehen geblieben. Ah, hier, T55A, ne? Ah, da muss man jetzt drauf achten, wenn er wieder nach vorne fährt, dann gibt es hier ein Tauschgeschäft. Jetzt ist der T55A Zugang, gleich kommt er wieder vorgeblitzt. Und da wollen wir mal schauen, ob er den schön trifft. Ah, nee, er hat keine Lust. So. Jetzt sagt er sich, jetzt kaufe ich mir den Kumpel da. So nicht hier. Ja, ist auch der letzte im Bunde. Hört es hin zu 8, ne? 1216, glaube ich, 86 Hitpoint. 1286 hat der T55A. So, Brask möchte vorbei. Er möchte auch noch ein Stück vom Kuchen. Aber erst gibt es eine zurückgepfeffert hier. Von Klotzki. Komm mal her hier, mein Freund. Hau nicht ab, fahr da bloß nicht vorne durch, ne? So, jetzt erstmal der Borast. Ach, der Feigling ist abgehauen. Da ist er, in der Ecke. Und nochmal schönes, fettes Teil rein in den T55A 506. Und die Runde ist zu Ende und wir sehen uns in den Stats. Ja, geil wieder, ne? So, und dann kommen wir zu den Stats dieser schönen Runde. Ja, T103 als Überschrift. Und dann haben wir hier das Panzerhammer, Schläger, Kämpfer, Wirkungsfeuer. 181.683 Credits. XP kommen wir später. Großkaliber. Ich gebe meinen Teamscore. 4.721 Damage, 4 Kills, 1.441 Basel XP. Dann gebe meinen dritten Report rein. 16 Mal geschossen, 11 Mal getroffen, 9 Mal durchschlagen. 2 Mal Splash, dann 2.342 Damage über 300 Meter. Ja, und dann haben wir hier 126 Unterstützungsschaden und gefahren ist er 49 Meter. Dafür gab es 80.748 Credits, dann persönlicher Reservenbonus 60.561, macht eben die 181.683. Abzüglich Repair, Munition und die Ration bleibt ein Plus von 151.035 Credits. Nicht schlecht, das gerade bei 7,5 Minuten. Ja. Und dann haben wir hier 1441 Basel XP und dann haben wir hier persönlichen Reservenbonus, freie Erfahrung 324 und der Missionsbonus hier 8648 XP, Premiumfahrzeug 216 XP, macht 11.026 XP, kann man mal so mitnehmen, ne? Und 432 freie Erfahrung. Ja, schöne Runde hier mit dem Klotzki-Panzer. Panzer. Mir hat es wieder sehr gut gefallen und ich hoffe euch auch und ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal.